Mein Name ist Claudia Dahn. Ich werde heute unsere Buchvorstellung hier moderieren. Ich bin selbst Übersetzerin und koordiniere das Projekt European Times, Europäische Zeit, in dem André Portnow auch als ein Principal Investigator den Forschungsschwerpunkt Wissenschaftsgeschichte betreut. Unser Abend wird folgendermaßen ablaufen. Ich werde am Anfang eine kurze Einführung geben, damit wir auch so den Bogen vom biografischen und wissenschaftlichen Werk hin zu dem Buch schlagen können. Dann wird André Portnow das Buch vorstellen, werden uns ein bisschen darüber unterhalten und dann haben Sie auch Gelegenheit, noch Fragen zu stellen. Sicherlich kennen die meisten von Ihnen André Portnow, aber ich möchte trotzdem gerne noch einige kurze Stationen seines Werdegangs erwähnen, damit wir auch wissen, wie sich seine biografischen Bezüge eventuell zu dem Buch verhalten. Er hat Geschichte an der Universität Dnipro, damals noch Dnipropetrovsk, studiert und am Ivan Krepanewitsch Institut für Ukrainistik der Akademie der Wissenschaften in Lviv promoviert. Sein Promotionsthema war Wissenschaft im Exil, wissenschaftliche und pädagogische Aktivitäten der ukrainischen Emigration in Polen der Zwischenkriegszeit 1919 bis 1939. Danach hat er mehrere Stellen als wissenschaftlicher Mitarbeiter inne, unter anderem an der Universität Trier, am Institut für strategische Studien in Kiew, als Fellow am Wissenschaftskolleg in Berlin und auch am ZZF. Seit 2018 ist er jetzt hier Professor für Entangled History of Ukraine und diese Entangled History begleitet ihn also auch in dem Buch, über das wir heute sprechen werden. Aber er ist nicht nur hier in Frankfurt aktiv, sondern er ist auch er leitet das Projekt Prisma Ukraine, Forum Transregionale Studien. Das ist sehr wichtig, weil es ein Projekt ist, was versucht, die Ukraine wissenschaftlich mehr in den deutschsprachigen und auch englischsprachigen Fokus zu rücken. Zudem hat er auch das Projekt Kleinfächer große Potenziale 2019-20 gemeinsam mit der Universität Potsdam mitbegleitet und ist eben, wie gesagt, bei uns PI für Wissenschaftsgeschichte. Genau. Vielleicht noch zu erwähnen, auch wenn Sie das wissen, aber ich glaube, das ist auch wichtig, um die Perspektive auf das Buch und auf die Positionierung des Buches richtig zu schaffen. André Portnow ist immer dabei, auch vermittelnd ukrainische Geschichte zu präsentieren. Er hat etliche Artikel für Osteuropa geschrieben und auch jetzt im aktuellen Krieg in der ZZ ist in Interviews aktiv. Das wissen Sie, aber ich glaube, diese Perspektive, diese Frage, wie gehe ich mit Geschichte auch in die Öffentlichkeit, ist ein wesentlicher Aspekt seiner Arbeit. Publiziert hat er natürlich noch eine ganze Menge mehr als das Buch, was wir heute sehen. Unter anderem Poland and Ukraine, Entangled Histories, Asymmetric Memories, erschienen sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Und wie gesagt, auch zahlreiche Artikel in Fachzeitschriften. Und ja, jetzt würde ich sagen, bist du an der Reihe und wir freuen uns auf die Vorstellung des Buches. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Also danke. Danke, liebe Claudia. Vielen, vielen Dank, liebe Frau Kocher. Ich schätze mich natürlich sehr, dass Sie sowie meine Kolleginnen und meine Studierenden heute hier gekommen sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war unglaublich wichtig für mich und für meine Mitarbeiterinnen und studentische Hilfskräfte, die allererste Buchbesprechung, Buchpräsentation genau hier in Frankfurt oder an der Viadrina zu halten. Erstens, weil, wie Claudia schon gesagt hatte, in den History steht auch hier als Titel und ich kann sofort ganz ehrlich sagen, dass genau dieser Titel kommt relativ spät. Also originell, das Buch sollte einen anderen Namen haben. Geschichte kann ich später kurz erzählen. Und warum? Weil die Geschichte des Buches ist selbst also sehr lang, mindestens 10 Jahre lang. Und ich habe, wissen Sie, ich habe
vor einer Woche oder vor zwei Wochen eigentlich mich verstanden, dass meine ganze, also deutsche Erfahrung, also deutsche Etappe meines Lebens hat etwas damit, also mit Dnipro-Buch zu tun. Warum so? Weil ich bin 2012 nach Berlin gekommen, genau um das Buch fertig zu schreiben. Und mein Plan war ganz einfach. Ein Jahr sind wir fertig und fahren wir zurück. Das heißt, dann sage ich, meine Frau, meine Tochter und ich. Aber dann kommt, der Maidan, dann der Krieg, dann viele andere Sachen. Und als sozusagen Antwort auf diese Herausforderung kommt unser Prisma Ukraina Projekt, erst in Berlin, dann kommt Unterricht, auch erst in Berlin, dann in Frankfurt Oder, auch in Potsdam. Und sehen Sie, bin bis zum heute in Deutschland geblieben. Das war nie geplant, nie gedacht, absolut, das ist ein kompletter Zufall. Genau, und deshalb auch, glaube ich, das Buch soll man zuerst hier vorstellen und nicht irgendwo in Amerika oder Großbritannien oder sogar Ukraine, obwohl natürlich die Ukraine ist, also das ist ein Traum, das Buch auch relativ bald in die Ukraine vorzustellen. Gut. Was kann ich jetzt sagen? Erstens, natürlich, ich interessiere, okay, es ist ein bisschen eine komische Situation, dass leider nicht alle oder fast niemand das Buch schon gelesen hat. Und meine Aufgabe ist deshalb natürlich schwierig, weil ich kann versuchen, möglichst kurz das zusammenzufassen, das macht aber nicht so viel Sinn. Warum nicht? Weil hier habe ich versucht, also eine... Genau, so Entanglement, also verflochtene Geschichte, die ganz wichtige Stadt, also im Süden der Ukraine zu schreiben, aber nicht nur sozusagen Local History, ja, Urban History per se, sondern eine Geschichte des Ortes, die immer verschiedene, so Kontakte, Parallele, Vergleiche mit, also unterschiedliche Ereignisse europäischer Geschichte haben. Das heißt, meine große Hoffnung wäre, dass das Buch zum Beispiel ist nicht nur eine Person, die unbedingt etwas über Dnipro wissen will, oder sogar über die Ukraine. Man kann hoffentlich, das ist meine große Hoffnung, zum Beispiel, es gibt Historiker oder Journalisten oder Studierenden, die Interesse, für den Zweiten Weltkrieg oder Ersten Weltkrieg oder Bolschewismus als Phänomen haben. Und hier kann man einerseits relativ viel über sozusagen lokale Ebenen für diese Phänomene zu finden. Andererseits habe ich immer versucht, diese also lokale Geschichten in vergleichende Perspektive zu stellen. Ob das so ist, weiß ich nicht. Ich warte sehr auf Rezensionen. Die sind alle herzlich eingeladen, das Buch zu rezensieren. Warum nicht? Genau, jederzeit. Und ich habe auch selbstbewusst so gemacht. Leider bis heute, liebe Kolleginnen und Kollegen, gibt es nicht so viele Bücher oder Artikel, auf Deutsch, auf Englisch, Französisch, auf Spanisch, die genau diese Stadt also speziell analysieren. Also mein Heimatstadt, sage ich sofort, ich bin da geboren, dann in die Schule gegangen, an die Universität, später aber doch, bewusst verlassen, sage ich so. Erst für Warschau, dann Lviv und dann Kiew und dann also Berlin und Frankfurt. Deshalb, es gibt nicht so viel, habe ich bewusst eine chronologische Narrative hier gemacht. Das heißt, die Geschichte fängt mehr oder weniger im 18. Jahrhundert statt an. Ich habe auch eine ganz kurze Einleitung in die also Vorgeschichte oder geografische Lage. Wie sieht dieser so südliche Teil der Ukraine, Dnipro, Fluss und alle interessanten Gebiete, also Steppe, als Kontaktzone zwischen, historisch gesehen slawische und slawische orthodoxe Völker und also osmanische und dann auch also muslimische Gruppen in diesem Gebiet. Right? Und dann gehe ich sozusagen mit der Geschichte von also diesen großen imperialen Projekten Russlands
die eigentlich sehr relevant auch für, naja, also für den aktuellen Krieg ist, weil wenn heutzutage bestimmte Leute benutzen diesen Begriff Neurussland, ja, Novorossija, das ist eigentlich, also im Prinzip, das ist genau die Geschichte. Die Geschichte, also, ja, Dnipros und dem Gebiet, weil das ist ein Begriff, den Katharina die Große ja erst vorgestellt hat. Richtig. Dann kommt die, also die spannende Geschichte von Industrialisierung. Und Industrialisierung im Fall damals Jekaterinoslaw, die Stadt heißt Jekaterinoslaw, das heißt also Dom der Katharina, ja. Industrialisierung bedeutet unglaublich sehr schnelle Entwicklung in alle möglichen Sinne, also ökonomisch, sozial, kulturell, aber auch, naja, viel Gewalt, auch zum Beispiel antijüdische Pogrome, das ist alles da. Genau, und damals, jetzt spreche ich über die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, kommt diese also, Metapher von südlichen Manchester. Oder ukrainische Manchester. Warum Manchester? Weil Manchester damals war ein Symbol von Industrialisierung, ja, von diesem Kapitalismus und so weiter und so fort. Und im Fall der Ukraine, Südukraine, das war genau Jekaterinoslaw Dnipro, ja. Und ich versuchte auch diese verschiedenen also Elemente im Kontext der europäischen Geschichte vorzustellen. Und dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, kommt selbstverständlich also Ersten Weltkrieg, Revolutionen, sowjetische Projekte, ja, Holodomor auch, Zweiten Weltkrieg. Und ich habe auch versucht, in dieser, also wichtige Themen immer was also Besonderes für Dnipro, für den Region zu finden. Und im Jahr 1926 ist die Stadt also neu ernannt, jetzt als Dnipropetrovsk. Dnipropetrovsk, das heißt, es gibt einen Bolschewik, Grigori Petrovsky, ist heute vergessen, damals war aber eine wichtige Person, interessante Person, ja, aus der Region. Und mit diesem Namen existiert die Stadt bis zum 2016. So, Ost-Maidan sozusagen, ukrainische Entwicklung. Und ich schreibe relativ viel über diese verschiedenen, naja, also Ideologien oder versuchen, Stadtmythologie zu gründen. Ja, über Geschichte, die als Denkmäler oder Straßennamen, solche Sachen. Jetzt erleben wir das wieder. Ist auch sehr interessant, was zum Beispiel jetzt da passiert ist. Genau. Und natürlich, es gibt ein spezielles Kapitel, und das soll das sein, über diese nachkriegs-sowjetische Stadt, Dnipropetrovsk. Damals wurde es relativ oft als Raketenhauptstadt oder Brezhnev-Hauptstadt genannt, weil einerseits Leonid Brezhnev, ein ganz wichtiger sowjetischer Person Nummer 1, kann man sagen, ja, die Kommunistische Partei damals. Er stammt aus dem Dorf Kaminske, nicht weit weg, und seine politische Karriere ist immerhin mit Dnipro verbunden. Andererseits, damals, Dnipropetrovsk war ein Zentrum für, naja, Sowjet-Raketenindustrie, also Kalten Krieg und diese schrecklichen Sachen, ja, Atomkrieg, wenn man so will. Und das spielt auch, das wir alle wissen, bis zum heute eine Rolle. Es gibt sogar Raketen, die schon damals in den 70er Jahren zum Beispiel in Dnipro produzieren sind und naja, spielen auch eine Rolle in dem Krieg, den Russland im Moment gegen die Ukraine führt. Also das ist auch wie ein historischer Paradox, wenn man es will, oder eine Ironie der Geschichte, kann man auch sagen. Genau. Und am Ende schreibe ich relativ kurz, das war meine noch bewusste Entscheidung über die Zeiten nach 1991, also Zerfall der Sowjetunion, weil ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Verlag will viel mehr darüber. Das heißt, aktuelle Situation, aktuelle Entwicklungen, was da passiert. Ich habe aber sehr bewusst gesagt, dass erstens wissen wir im Moment doch zu wenig darüber. Ja, es gibt viele Quellen, die nicht sozusagen, ja, die überhaupt
nicht möglich zu sagen, nicht erkennbar Historiker sind. Andererseits, ich habe auch, wie Claudia richtig gesagt hat, auch persönlich bestimmte Projekte oder Entwicklungen teilgenommen und ich will nicht das Buch, naja, würde ich so sagen, zu aktuell oder zu politisch zu sein. Das ist eine historische Monographie, es geht um Geschichte in verschiedene schwierige Zusammenhänge. Ja. Ganz oft stelle ich die Frage offen, das heißt, ich habe auch keine Antwort. Wirklich, bis zum heute überlege ich noch, was das bedeutet kann. Sogar zum Beispiel Brezhnevs Mythologie, also später in 90er Jahre zum Beispiel, ein spannendes Thema. Genau. Am Ende, wissen Sie, am Ende, wenn ich zum Beispiel sogar jetzt versuche, sowas kurz zu sagen, weil sehen Sie nochmal, es gibt auch andere Städte in der Ukraine, die groß sind, ja. Die Stadt ist groß, das ist mehr als 1 Million Einwohner, ja. Die industriell sind und industrialisiert sind. Kharkiv, ja, Odessa bestimmt, Donetsk. Es gibt auch andere Städte, genauso wie Dnipro, die eine spannende und wichtige Geschichte, die jüdische Gemeinschaft hat. Weil die einzelnen die Juden in der Stadt, also Ende 19. Jahrhundert, das war fast 40%. Und diese Zahl ist genau vergleichbar mit Odessa, mit Vilnius, also mit anderen wichtigen Zentren jüdisches Leben. Der Unterschied ist aber, wir wissen in Deutschland zum Beispiel relativ viel über Odessa, ein bisschen weniger, aber doch etwas über Vilnius, gar nichts über Dnipro. Und ich habe mich mehrmals gefragt, okay, warum muss das so? Warum zum Beispiel diese spannende, sehr reiche, also jüdische Geschichte ist, unbekannt, ist nicht präsent. Genau das Gleiche gilt für die ukrainische Geschichte des Staates. Es gibt auch zum Beispiel ukrainische Schriftsteller, Historiker, feministische Aktivisten, alle möglichen, die in Dnipro aktiv waren, aber die sind nicht so bekannt als die anderen aus Kiew oder Lviv, Lemberg oder so. Und dann frage ich mich, okay, warum, wo liegt das Problem? Und es scheint so zu sein, dass eigentlich das Problem, kann man mehr oder weniger so beschreiben, hier im Fall Dnipro haben wir einen Fall von der Stadt, die nochmal sehr, sehr groß und wichtig ist, aber nach wie vor keine klare, also formulierte Mythologie oder selbstbewusste diese so Präsentation hat. Und deshalb auch, also ein erster, also dieser Working Title, ja, für das Buch ungefähr so, die Stadt ohne Mythologie. Oder die große, also die Hauptstadt ohne Mythologie. Weil nochmal, wenn man über Odessa redet, dann kommen automatisch bestimmte Sachen. Ja, kommt Babel, kommen Filme, genau, kommen Leonid Utyosov und so fort. Dnipro, da gibt es auch die Leute, die man mit Babel oder Utyosov, aber nochmal, die sind entweder nicht mit Dnipro identifiziert, zum Beispiel Alexander Galich, ein ganz wichtiger sowjetischer Dissident, ja, und Bart, kann man sagen, er ist da geboren, aber das spielt keine Rolle. Odessa für Utyosov spielt eine Rolle, Dnipro für Galich nichts. Und so weiter und so fort. Ich habe mehrere Beispiele gegeben. Genau. Und was habe ich gemacht? Vielleicht das erzähle ich viel kurz und dann kommen wir zu den Fragen und so fort. Wenn ich in 2012, meine Damen und Herren, so vor 10 Jahren, ich bin damals in Kiew, ich arbeite in einer akademischen Zeitschrift und ich war, ich war einmal in so einem Vortrag, also Public Lecture sozusagen, und ich habe gesagt, Leute, ich habe einen Plan, ein Buch über meine Heimatstadt schnell zu schreiben. Das mache ich, vielleicht weiß ich nicht, einem Jahr oder ein paar Monaten. Das war sehr natürlich, ja, so komplett, stimmt gar nichts. Also es dauert für 10 Jahre, also viel, viel länger, genau. Aber direkt danach, das heißt nach diesem Anspruch, habe ich versucht mit verschiedenen Leuten, also meine Freunde oder Bekannte, die auch aus Dnipro zum Beispiel nach Kiew gekommen sind oder da geblieben sind, egal. Ich habe versucht, so eine private Gespräch zu führen und zu fragen, okay, für mich ist was schon klar, es gibt keine Mythologie, es gibt dieses Problem, dass es immer, also Geschichtsschreibung geht anders, es geht so durch Kiew oder Kharkiv oder Odessa und da ist wie eine, also nichts,
Ja, nichts. Genau. Und ich habe versucht, Leute, versuchen wir zusammen, also eine Metapher oder so, ja, für unsere Stadt. Für unsere, weil nochmal, ich bin da geboren und August und alles. Und ich habe eine Liste hier. Diese Liste versuche ich auch erst in den, also Schlusskapitel einzutragen. Aber amerikanische diese Peer Review hat gesagt, no way. Weil das ist so persönlich, da sind keine Namen, also geht nichts. Aber vielleicht hier geht es schon. Ich lese das und ich hoffe sehr, dass dann können Sie ein bisschen besser fühlen, wie problematisch, ja, diese ganze so Geschichte und Gegenwart auch für die Leute, die da wohnen oder da geboren sind, ist. Nach wie vor. Okay, ich lese diese Liste und ja, okay, also hier sind also die Liste. Also Dnipro ist südlich. Zufällig, fleißige Stadt, Stadt ohne Intellektuelle. Das hat natürlich eine Intellektuelle selbst gesagt, ja, nicht ich. Also meine Meinung ist nicht da auf der Liste. Ja? Großstadt in der Steppe, nicht provinziell, autark, Stadt, die arbeitet, nicht humanitär. Humanitär hier heißt also Humanities. Ja? Künstlich, Stadt der Einwanderer, Stadt der praktischen Menschen, nicht neugierig auf andere und nicht verständnisvoll fürs Interesse an sich selbst. Das ist, glaube ich, ein Schriftsteller, hat das gesagt. Eine Stadt, die ständig im neuen Leben will, Stadt der Fassaden, einheimisch, anstrengend, grenzwertig, offen für Ein- und Ausreise, eklektisch, Großstadt für die Arbeit, nicht fürs Leben, Stadt mit nichts Nachhaltigem, Meinung groß, das finde ich auch, das hat jemand gesagt, Meinung groß, Dnipro ist Meinung groß, Stadt am großen Fluss. Der Dnipro ist sehr groß, ja, absolut. Also der Fluss ist, also unser Oder ist viel, 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 viel kleiner. Das muss ich sagen, ja. Ohne stadtbildenden Faktor. Stadt mit einem Sinn für Kapital und schwer zu vermittelnden Ansprüchen. Stadt mit einem Publikum, aber ohne kreatives Umfeld. Grenzlos leer. Okay, ich mache hier Schluss, es gibt mehr, aber vielleicht können Sie doch fühlen, wo ein bisschen das Problem liegt. Also das ist nicht einfach. Und deshalb auch für mich war nicht einfach, so eine grenzlose leere Geschichte in eine Synthese, in einem Buch doch also zusammenzubringen und irgendwo zu erzählen. Ich hoffe sehr natürlich, dass das jetzt, naja, auch für Leute zum Beispiel, die niemals in Dnipro waren, doch interessant wäre. Ich natürlich, was ich sagen kann, also wissen Sie, im 2019 hier an der Viadrina haben wir speziell eine Sommerschule genau in Dnipro organisiert, zusammen mit einer jüdischen Gemeinde da, mit jüdischem Museum in Dnipro. Und es gibt eine Gruppe, die Leute, auch Viadrina Studierende, die dann nach Dnipro gekommen sind. Also ich träume sehr, dass wir das wieder machen. Ja, in die Zukunft. Aber natürlich nach dem Krieg, jeder Staat, auch Dnipro, wird anders. Das ist auch klar. Das wird nie so wie in 2019. Ja, das ist alles vorbei. Genau. Und wenn ich schon also damals in Berlin war, ich habe erst gedacht, das muss ich vielleicht auch sagen, mein erster Plan war, das Buch erst auf Deutsch zu publizieren. Und dann, das heißt 2013, 2014, versuchte ich, verschiedene Verlage hier zu kontaktieren. Ich habe sogar ein paar Gespräche. Die Namen von Verlagen gebe ich nicht, aber alle haben gesagt, nein. Uninteressant, irrelevant, macht keinen Sinn. Das erinnere ich mich sehr gut, bis zum heute. Genau. Und dann ganz zufällig wieder kommt mein Bekannter, der in Harvard arbeitet, und sagt, André, okay, Deutschland klappt nicht, machen wir das in den USA. Ich sage, okay, dann machen wir es in den USA. Nochmal, das war auch nicht geplant als also amerikanisches Buch. Das ist wie ein Zufall. Genau. Und natürlich, das ist auch, ich bin bewusst, dass die Sprache, in diesem Fall englische Sprache, spielt auch eine Rolle für dieses Narrative. Weil ich müsste da bestimmte Sachen erklären, die zum Beispiel für mich oder für mehrere, naja, Ukrainer, also klar sind. Oder
also absolut unproblematisch sind, einerseits. Andererseits, ich versuchte verschiedene terminologische, ja, Sachen, oder sogar lokale Namen, auf Englisch irgendwo zu erklären. Ob das klappt, weiß ich nicht. Ich hoffe sowieso, eine Version des Buches auf Ukrainisch zu publizieren. Das dauert aber jetzt noch, ja. Und wenn das Buch schon fertig war, das war, wissen Sie, das war schon ungefähr, naja, vor einem Jahr, und dann kam dieser große Krieg, ja, in die Ukraine. Und damals habe ich mich entschieden, und das ist auch eine Frage, die ich mich selbst stelle, und können wir das auch eventuell später besprechen. Ich habe mich damals entschieden, dass ich in diesem Text gar keine Veränderung habe. Das heißt, dieser Text ist vor 24. Februar, also fertiggestellt, ja. Und trotz, also ich würde sagen, vielleicht, Herr Portnow, machen Sie das doch, das ist nicht da. Das heißt, diese Geschichte des Krieges, die jetzt geht, ist nicht da. Ich glaube, man braucht noch ein bisschen Zeit und mehr, also Distanz und mehr Quellen, um das gut zu beschreiben. Aber das spielt auch das ist auch was Besonderes, weil man liest das, sogar ich selbst lese das, als, naja, als zum Teil eine, also geschlossene Kapitel. Weil so viel jetzt nach dem 24. Februar passiert ist, und das ist nicht das. Ich schreibe über Denkmäler, die schon damals da sind, jetzt nicht mehr, oder die Leute, die nicht mehr, und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist interessant, einerseits für intellektuelle Geschichte, andererseits für mich, das war nicht so einfach, diese Entscheidung zu treffen. Ich habe das doch so gemacht. Vielleicht jemand sagte, das war falsch, oder, ja, sehen wir, genau. Und ja, und jetzt, wie gesagt, jetzt ist mir klar, dass auch die einzige, oh, das ist für die letzte These, ganz am Ende, ich habe nur eine Sache gemacht, schon nach 24. Februar, ich habe den Titel neu formuliert. Oh. Und dann kommt diese Entangled History of a European City, weil ich möchte einerseits nach wie vor, also unsere Viadrina-Professur, also unterstützen, diese Metapher zu nutzen und andererseits Begriff European bewusst zu zeigen, dass es nicht nur so ukrainisch oder sowjetisch oder jüdisch oder sowas, das ist wirklich ein integrierter Teil der europäischen Geschichte, unbedingt. Und es kommt der Titel, also nur der Titel ist nach 24. Februar gemacht, sonst das Buch war schon viel, viel früher fertig. Gut, ich bin sehr, sehr dankbar für Ihre Aufmerksamkeit. Entschuldigung, so ein bisschen chaotisch. Vielleicht ich habe zu viele Emotionen, die mit diesem Buch verbunden sind. Ich warte auf Ihre Fragen, Kommentare und ja, Widersprüche vielleicht. Danke. Ja, also ich würde das jetzt so spontan auch bestätigen. Also ich habe ja selber auch 5 Jahre in der Ukraine gelebt und ich würde sofort sagen, der odessitische Humor, das galizische Lviv, das konstruktivistische Kharkiv und tatsächlich zu Dnipro fällt einem jetzt kein so ein narrativbildendes Stereotyp oder wie du das lernst, Mythos ein. Vielleicht können wir eben einige dieser thematischen Stränge noch mal ein bisschen vertiefen und auch uns noch einige methodische Fragen zu dem Buch stellen. Also in der Einleitung, und du hast es auch vorhin in deiner Einführung gesagt, wird betont, das Buch den Versuch unternimmt, globale Fragestellungen und auch internationale Ereignisse mit lokalen Gegebenheiten, Ereignissen in Beziehung zu setzen. Und ich hätte dazu eben 2 Fragen eigentlich. Also welche Aspekte haben praktisch diese Internationalität konstituiert und inwieweit hat die Rezipientenperspektive, also die Frage, dass das Buch jetzt auf Englisch erstmal für dieses amerikanische Lesepublikum erscheint, auch diese Verbindung zwischen dem Globalen und dem Lokalen beeinflusst? Wie hast du das verbunden? Ja, danke. Danke, Claudia. Also ehrlich gesagt, ich habe das nur jetzt auch verstanden, dass
für viele Leute kann so sein, genau, das Englischsprache hier passt eigentlich gut zu dieser Idee von, also genau, globale, also Vergleiche, Kontext und so weiter. Ich würde sagen, mein Plan mindestens für die ukrainischsprachige Version ist genau das Gleiche. Das heißt, auch auf Ukrainisch schreibt man die Geschichte Dnipros im Kontext von, genau, das Hauptproblem von also europäischer globalen Geschichte. Leider früher das nicht so gemacht. Also in der Ukraine gibt es diesen interessanten historischen Begriff von Kajesnavstwo, also ungefähr wie also lokale Geschichte, also lokale Geschichtsschreibung. Und diese lokale Geschichtsschreibung ist sehr gut. Ich habe sehr viel profitiert von diesen Texten, aber diese Texte sind wirklich lokal. Das heißt, man kann nur zum Beispiel, weiß ich nicht, oh, eine Geschichte von, also dieser Saal, ganz konkret zum Beispiel, das war von einem bestimmten Mann, der heißt so und so, und dann Schluss. Und dann kommt gar nichts. Und für mich, das war immer, naja, zu wenig. Als Historiker das zu wenig. Ich wollte immer, genau, ein bisschen, also nicht vielleicht tief, aber in dieser Breite, also breitere Perspektive geben. Und ich muss sagen, ich glaube, also dieser Krajesnavstwo, ja, lokale Geschichte, hat mir einen guten, also Grund, ja, Hintergrund gegeben für diese, genauso, für diese verschiedenen, naja, transregionale, transnationale ja, Perspektive da. Und das ist ganz konkrete Sache, wenn wir über diese Internationalität reden, weil ich würde so formulieren, heutzutage leider, leider, fast alle Historiker, ja, die natürlich beschreiben sich selbst als ganz national, transregional und so weiter und so fort. Und ganz oft, das ist nur eine Mode, nichts mehr, ja? Leider, das ist sehr schade. Und hier bei mir, das war ganz, ganz praktisch und konkret. Zum Beispiel, wenn wir über, also ganz konkret, wenn wir über die Industrialisierung sprechen, ja? Zum großen Teil, also die Mehrheit von also dieser Kapitalisten, die nach Süden der Ukraine am Ende des 19. Jahrhunderts gekommen sind, die waren ja also deutsche, belgische, französische Leute. Und ich habe gesagt, aha, sehr gut, dann suche ich auf diese also deutsche, belgische, französische Verbindungen diese Leute. Was bedeutet das zum Beispiel genau da zu gehen, das zu machen? Oder noch mehr, es gibt, ich war positiv überrascht, es gibt relativ viele Quellen, die auf Deutsch sind. Sogar Berichte, richtige Berichte über antijüdische Pogromen in Jekaterinburg und nicht nur in ganzen Russland 1905. Und diese Berichte, liebe Kollegen, sind leider niemals in diese lokalen also Geschichtsbücher zitiert. Und das war so schade. Ich habe gedacht, okay, das bringt dann zusammen. Einerseits bestimmte Ergebnisse von dieser also Krajesnavstwo und andererseits unterschiedliche Quellen, die leider, genau, bis zum heute nicht so aktiv benutzt waren. Und das ist genauso für, also es gibt zum Beispiel einmal einen Text aus Rumänien, eine sehr interessante Memoiren von rumänischer Frau, die als Kriegsgefangene in Sowjet-Dnipropetrovsk gearbeitet hat. Und nochmal, diese Quelle ist komplett unbekannt. Und ich bin zum Teil sogar stolz, dass ich so eine Kleinigkeit doch in die Narrative gebracht habe. Genauso wie zum französischen Quellen, bestimmte polnische Texte und so weiter und so fort. Und ich glaube, das zeigt uns also einerseits nochmal, dass diese Lokalgeschichte eine große Interesse auch für die Leute, die genau, die nicht Dnipro-Historiker sind, hat. Und andererseits, ich hoffe sehr, dass lokale Historiker, also diese Krajesnavti, wurden auch viel, also viel Neues da gefunden und dann auch zum Beispiel viel besser verstehen, wie wichtig bestimmte ukrainische oder jüdische intellektuellen Projekte vom 19. Jahrhundert in Katerinoslav Dnipro waren. Weil das ist zum großen Teil unbekannt. Ich kann auch ganz kurz ein Beispiel geben. Also späten 19. Jahrhundert in Katerinoslav gibt es größte Roswite, das heißt ukrainische kulturelle Organisation für Bauern. Also das war die größte Roswite in den ganzen russländischen Reiches. Nicht in Kiew, nicht in Odessa, nicht nur da. Und diese Frage, warum? Ich versuche, diese Frage auch zu beantworten. Ja, also
meine Vermutung wäre ja tatsächlich, dass das schon noch was mit den Sprachen zu tun hat. Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, was für Untersuchungen zu Tschernivtsi gemacht wurden, da gab es zum Beispiel jahrelang von Seiten deutscher Germanisten ein ausschließliches Interesse an der deutschen Literatur und man hat zum Beispiel noch 2014 eine Konferenz abgehalten über den Ersten Weltkrieg, in der kein einziger ukrainischer Text oder kein einziger Text eines ukrainischen Autors zu Gehör gebracht wurde, weil man eben diese Sprachbarriere nie überwinden konnte und das komischerweise auch nicht reflektiert hat. Und das ist natürlich toll, wenn du jetzt hier praktisch viele verschiedene Quellen eben auch in verschiedenen Sprachen mit einbeziehen konntest. Ich würde gerne eben auch zu diesen Quellen noch was fragen. Und zwar, du beschreibst auch in dem Einstieg relativ ausführlich, was du für persönliche Zeugnisse genutzt hast. Also eben von Petrov zum Beispiel, von Menachem Mendel. Und du hast ja auch andere Quellen genutzt. Wie hast du das gewichtet? Und dann würde mich auch interessieren, wie kommentierst du eben bestimmte ideologisierte Quellen, die du genutzt hast? Ja, danke. Also ich muss ganz ehrlich sagen, aber das ist, glaube ich, normal. Und das müssen wir alle, jede Wissenschaftler und Wissenschaftler, jede Autorin und Autor machen. Ich muss leider sehr viele Materialien, sehr viele Quellen, sehr viele Persönlichkeiten doch am Ende wegnehmen. Weil sonst gibt es keine Synthese. Wenn man eine Synthese von 200-300 Jahren zusammenbringen will, leider sehr viel muss weg. Und es war auch unmöglich, immer diese kritische Quellen Kommentar zu geben. Ich versuchte das zu machen, aber natürlich ist es nicht immer möglich. Es gibt, das sage ich ganz ehrlich, es gibt zum Beispiel Zitaten, die ich nur als Illustration nutze. Und ich kann immer natürlich jedes Zitat begründen, sage ich zum Beispiel, warum genau dieses Zitat, weil das typisch oder untypisch oder sowas ist. Aber natürlich, tiefere Quellenanalyse kann man nicht immer da finden. Aber zum Teil doch. Zum Teil doch. Also ganz einfach ein Beispiel, aber ich glaube, wichtig für uns alle, nicht nur für Dnipro, diese sehr wichtige, sehr bekannte, allgemeine Volkszählung im Jahr 1897, ja, in Russland damals. Und ich habe sehr viele statistische Dateien. Und wenn man diese Dateien anschaut, man sieht sofort, dass Terminologie, die damals benutzt wird, ganz anders als unsere heutige Terminologie ist. Zum Beispiel, wir lesen ganz oft, diese Volkszählung zeigte, dass zum Beispiel die Ukrainer haben so und so viel Prozent in der Bevölkerung in Dnipro. Und ich würde sagen, das ist ganz bei uns in Dnipro auch so, ja und nein. Einerseits vielleicht auch, andererseits damals gibt es im Russischen Reich nie eine Frage, sind sie im ethnischen Sinn oder nationalitätischen Sinn, Ukrainer oder Russen, sowas. Da gibt es Fragen über Muttersprache, ja, über Religion und diese Kategorien waren anders formuliert. Das heißt Kleinrussisch, Großrussisch, ja, Weißrussisch. Und jetzt ist eine große Herausforderung, was zum Beispiel die Zahl der Leute, die Kleinrussisch als Muttersprache in so einer großen Stadt gewählt haben, bedeutet das, dass sie sich automatisch für Ukraine verstanden haben? Oder was bedeutet das? Und ich stelle diese Frage, sage das, man muss das vorsichtig lesen und immer vorsichtig sein, weil die Gefahr dieser essentialisierte Verständnis dazu zu bringen, ist immer hoch. Genauso zum Beispiel bei der jüdischen Geschichte. Weil nochmal, Juden in diesen Statistiken, die sind eine religiöse Gruppe. Und das ist doch nicht dasselbe als Juden, heutzutage, sogar auch in der Ukraine. Vielleicht soll ich auch unbedingt nennen, dass Dnipro ist oft als jüdische Hauptstadt der Ukraine genannt, weil da ist ein ganz großes, größtes Zentrum jüdisches Leben in Europa und alles. Aber heutzutage Juden zu sein, bedeutet eine andere Sache als in zum Beispiel 19. Jahrhundert und so weiter und so fort. Das bedeutet auch aber nicht natürlich, dass alle diese, dass alle meine
also Interpretationen richtig sind. Das glaube ich nicht, wirklich. Ich habe versucht, dieses Buch sehr vorsichtig zu schreiben, auch das sage ich ganz klar. Sehr vorsichtig, zum Beispiel, wenn bestimmte also unterschiedliche Interpretationen möglich sind, dann versuchte ich das klar zu geben, weil leider haben viele Beispiele nur in der Ukraine überall, wie man diese, naja, so einseitige, also diese teleologische Geschichte schreibt. Ja, das geht so, so einfach von so, Vorgeschichte bis zum heute. Nein, 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 nein. Es gibt immer Alternativen, es gibt immer, naja, also unerwartete Entwicklungen und Tendenzen, und ich habe versucht, diese, also diese Kontextualisierung immer dabei zu bringen. Genau. Aber wie gesagt, das war mein Versuch, ob das klappt, weiß ich nicht. Ich glaube, das sollen, naja, also Rezensenten und Leser entscheiden. Ja, und doch trotz der Hauptstadt pilgern die Leute nach Uman. Ja, vielleicht wenn wir jetzt dann ein paar Fragen, wenn Sie Fragen haben, dann wäre jetzt die Gelegenheit, damit loszulegen. Vielen Dank. Ich hätte eine etwas persönlichere Frage, und zwar ist das ja auch Ihre Stadt. Natürlich eine etwas persönlichere Frage, und zwar wäre meine Frage, da das Ihre Stadt ist und Sie da sicherlich auch vieles schon kannten von dem, was Sie untersucht haben, gab es auch was sehr spezifisch Überraschendes, von was Sie gar nicht erwartet hätten? Okay. Danke, also die Frage finde ich toll. Die Frage finde ich toll. Ich muss sagen, wenn ich in Dnipro selbst, also physisch, persönlich, ja, lebte, wohnte, damals interessiere ich mich meistens für, also für die anderen Themen. Zum Beispiel Polen, polnische Geschichte oder Mittelalter, solche Sachen. Und diese Idee, über meinen, also Heimatstadt was zu schreiben, kommt viel, viel später. Wenn ich, wie gesagt, wenn ich schon also in Kiew wohnte und sowas. Und ehrlich gesagt, bis zum heute, also kann ich mich selbst fragen, warum? Warum kommt diese Idee noch? Warum Dnipro? Ich glaube, einerseits, ich habe verstanden, nochmal, viel später, auch wenn ich selbst die Stadt verlassen habe, verstanden, dass dieses Phänomen von, also genau, also eine große Stadt ohne Mythologie, vielleicht ein interessantes also Forschungsprojekt sein kann, ja, mindestens für mich. Und zweitens, es gibt einen Schriftsteller und Historiker, den ich sehr mag. Er heißt Viktor Petrov Domandowitsch, er ist auch in Dnipro geboren. Zufälligweise. Und er hat ein Buch geschrieben, es steht auch da ein bisschen, ein Buch über Dnipro, der heißt, aha, also auf Deutsch, vielleicht bodenlos oder so, also bez grund, also ohne Grund. Und sehen Sie, dieser ohne Grund ist ganz nah zu dieser Problematik, ja. Und ich habe gedacht, aha, okay, also er versuchte das als literarisches Text zu machen, ich versuche das als wissenschaftlicher, historischer Text doch zu präsentieren. Und glauben Sie mir bitte, wenn ich dann speziell diese alle unterschiedlichen Quellen nochmal gelesen habe, ich habe sehr viel, naja, ich habe so wirklich so sehr viele Informationen gefunden, die, also, wie gesagt, die ganz neu für mich, weil nochmal, ich bin da also geboren und bin da an die Uni gegangen, aber über viele Leute und viele Ereignisse, ich habe selbst nur als Forscher, als Historiker damals, also was erlebt. Ich kann auch mehrere Beispiele geben, wie zum Beispiel also Friedrich Gorenstein als Schriftsteller, der auch mit Dnipro eine persönliche Verbindung hat. Und das war mir nie gewusst. Nur durch das Buch habe ich das endlich erlebt. Oder, naja, oder zum Beispiel auch die Geschichte von also meiner Universität, weil das ist auch interessant, was zum Beispiel in Brezhnev-Zeit mit der Uni passiert ist und alles, zum Beispiel, weil nochmal, vielleicht das soll ich nochmal erwähnen, Dnipro seit 1959, ja,
war geschlossen. Es war eine geschlossene Stadt. Das heißt, sogar Bürger der Deutschen Demokratischen Republik oder sozialistische Polen dürfen nicht reisen. Das war nur für Sowjetleute sozusagen möglich. Warum? Wegen dieser Raketenindustrie. Ja? Und nochmal, das heißt, Ende 50er Jahre bis zum, also Ende 80er Jahre, also Gorbatschow-Zeiten, die Stadt ist geschlossen. Und ich erinnere mich sehr gut, also persönlich sogar, ich als kleines Kind, ich gehe zurück nach Hause und sehe zum ersten Mal in meinem Leben ein Auto, die nicht sowjetische, also diese Nummern hat. Das war tschechoslowakische Skoda, das war wie ein kultureller Schock. Weil bei uns gibt es nicht. In Kiew doch, in Moskau bestimmt. Bei uns, no way. Und solche Geschichten habe ich also mehrmals gefunden. Und ich glaube, wann keine Mythologie gibt, ja, wann diese Geschichte ist so unbekannt, ja, wir als Historiker, als Forscher, können noch mehr so gefunden und erleben. Und das ist auch sogar meine Empfehlung, wenn ich so sagen darf, für uns alle. Auch für solche Themen, also mal anschauen, weil es gibt immer diesen, ja, es klingt immer schon zum Beispiel etwas über Odessa nochmal schreiben, ja, Odessa. Warum nicht? Aber auch andere Städte, Berdyschew zum Beispiel, oder Kryvyi Rih, also Heimatstadt von Präsident Zelensky. Glauben Sie mir bitte, bis zum heute gibt es keine Geschichte der Kryvyi Rih, die man so auf Englisch oder sogar Ukrainisch lesen kann. Warum? Weil es ist auch industriell, uninteressant, ohne Mythologie und so weiter und so fort. Wirklich. Aber ja. Ich würde trotzdem gerne noch mal dazwischen fragen. Bin jetzt noch mal drauf gestoßen auf Dnipro über Svetlana Lavochkina. Die hat ja einige Romane geschrieben, unter anderem auch die rote Fürstengräfin. Ich hatte den Titel nicht parat, aber da geht es eben um diesen Bau der Dnipro-Gess. Und darf ich eben dich gerne noch mal fragen, war das nicht so ein, oder hätte das nicht so ein mythologisierendes Ereignis sein können? Oder warum war es das vielleicht auch nicht? Also wieder, ja und nein. Ja, Dnipro ist bestimmt, das war so ein großes stalinistisches Projekt, kann man sagen, aber auch von vielen ukrainischen Intellektuellen als ja, was ganz Neues erlebt, klar. Aber nochmal, wo liegt Dnipro? Mindestens administrativ. Ja, administrativ, das ist kein Dnipro-Gebiet. Das ist Saporizhia. Das heißt, Saporizhia hat bestimmt viel über Dnipro-Gess hier zu sagen. Dnipro aber nur so ein bisschen. Ich kann sofort eine gute Illustration geben. Nochmal, Dnipro-Gess, also in 30er Jahren gebaut, dann kommt der Zweite Weltkrieg. Sowjetische Truppen vor dem Einmarsch von Wehrmacht, selbstverständlich hat das alles zerstört. Dann die deutschen Truppen kommen, also Herbst 1941. Und eine der ersten Entscheidungen von dieser also neue Administration, Reichskommissariat Ukraine, ist was? Ist eine neue archäologische Forschung im Gebiet Dnipro zu führen. Warum? Weil die suchen von Goten, also diese gotische also Vorgeschichte, genau da, Dnipro und alles. Und das war gemacht, zum Teil bei deutschen Professoren, das ist alles da drin. Ja, ich habe auch ein paar interessante persönliche Geschichten gefunden, zum Beispiel die also es Leute, die auch nach dem Krieg ganz erfolgreiche deutsche Professoren waren, selbstverständlich. Ja. Und zum Teil auch ukrainische Historiker, die da geblieben sind und das gemacht haben. Und was da passiert, es gibt, die haben relativ viel gefunden. Ja. Und diese archäologische Materialien, ja, Artefakte sind aus Dnipro nach Deutschland geschickt. Und dann kommt irgendeine Bombardierung oder sowas und die sind alle, bodenlos. Ja, die sind weg. Wir haben es nicht mehr. Aber Dnipro ist auch heutzutage
ist Saporizhzhia. Saporizhzhia vor dem 1900 ungefähr 21 gehört zu dieser großen Jekaterinoslaw-Gouvernement, aber in der Sowjetzeit nicht mehr. Nicht mehr. Und Dnipro-Gas für, nicht nur für Dnipro, für die ganze Ukraine bedeutet in erster Linie was? Dass diese also schreckliche und spannende und unglaubliche, also Porohi, also dieser, naja, wie soll ich das beschreiben? Genau, dieser also Dnipro-Schwellen, ja, Stromschnellen, ja. Das ist so schön, man kann heute das leider nicht mehr sehen, ja. Die waren damals weg. Und das war zum also ein Teil von diesem sozialistischen Projekt, dass also man soll Natur bekämpfen. Mit allen möglichen, naja. Weitere Fragen? Danke. Also, danke. Sehen Sie, ich glaube, ich hoffe mindestens, dass einerseits, es ist natürlich viel einfacher, über Methodologie so abstrakt oder theoretisch zu sprechen, ja? Andererseits ist es viel interessanter, den Text lesen und dann genau, also für sich selbst überlegen, ob da überhaupt diese Methodologie gibt und was das bringt. Ich habe hier versucht, nicht so viele dieser so Deklarationen zu machen, sondern dieses Narrativ so aufzubauen, dass man immer genau diese Verflechtungen irgendwo, naja, spürt. Ob das geklappt ist, weiß ich nicht. Sage ganz ehrlich, das ist für mich, das war eine offene Frage. Konkrete Beispiele, ich glaube besonders so an dieser so Anfangsstart, da kann man viel, naja, so viel sehen. Wir sollen sogar fragen, warum die Stadt kommt so relativ spät da zu sein, also nur Ende 18. Jahrhundert, ja, aber das ist genau der Fall auch für Mariupol, für Mykolaiv, für Luhansk, für Odessa, für und so weiter und so fort. Wenn ich das sage, bedeutet das auch nicht, dass da überhaupt keine Städte oder keine Siedlungen gibt. Nein, umgekehrt, da gibt es immer Siedlungen. Also in Odessa, also in späteren Odessa, gibt es eine Siedlung von den Tataren. Ja? Im Fall Dnipro gibt es eine Siedlung von also Kosaken, Saporoger Kosaken, ja, die da auch wohnen. Und dann passiert was ganz Interessantes, das Imperium kommt und versucht da etwas ganz Neues also bringen. Das heißt also diese Ideen von also, erklärender Absolutismus und griechisches Projekt und solche Sachen. Und hier griechisches Projekt von Trina II. Ja? Um genau zu verstehen, warum etwas passiert und etwas nicht im Fall Jekaterinoslaw, müssen wir ganz genau dieses sogenannte griechische Projekt anzuschauen. Es geht nicht nur um, also Jekaterinoslaw oder Dnipro, es geht um was?
um neues Bild von Russland als Imperium, ja, von einem Projekt, also ein neues, also brüderliches sozusagen, ja, Imperium in Konstantinopel, also in Altbyzantium zu gründen. Das ist nicht bis heute nicht der Fall, aber das war der Plan sozusagen. Und die Stadt im Süden, die Stadt, die wir heute als Dnipro kennen, kommt als Element in dieser großen imperialen, naja, Traum, kann man sagen, ja, von Katharina, Potemkin, aber auch französische Philosophen natürlich. Ja. Und ohne diese Verflechtung mit dieser ganzen sozusagen, also Philosophie und Mythologie, kann man nicht so genau verstehen, warum genau das Ort, wo Dnipro liegt, als neue Stadt gewählt war. Und ich zitiere zum Beispiel da relativ viele dieser Briefe von Potemkin, wo er sagte, aber genau hier ist gut, weil da ist zum Beispiel eine Linie von St. Petersburg nach Konstantinopel und das nutzen wir als und so weiter und so fort. Und ich verstehe das in diesem Sinn, dass mit dieses breitere Kontexte kann man auch, also lokale Ereignisse viel, viel besser verstehen. Andere Beispiel hier auch zum Beispiel, welche Rolle Dnipropetrovsk in nationalsozialistische Politik gespielt habe. Weil damals, ich finde das unglaublich, denn damals, also Reichskommissariat Ukraine, natürlich also den Holocaust, also schreckliche Geschichte, der Name der Stadt aber bleibt Dnipropetrovsk, geschrieben in diese russische Transliteration. Petrovsky ist noch nicht tot, also er wohnt in Moskau als alter Bolschewik, ja? Und dann verschiedene Nazi-Dokumentationen, die nutzen also seinen Namen als Schatzname. Warum so? Weil da gibt's damals auch bestimmte Diskussionen, verschiedene Vorschläge, aber die sind nicht sozusagen bis zum Ende gegangen. Das heißt, ein bisschen mit der dieser Nazi-Politik im Reichsministerium Ukraine zu tun. Und ich verstehe diese Verbreitungsgeschichte immer in diesem Sinn, wirklich. Wenn Sie wollen, ganz konkreten Sinn. Das ist so bestimmte Forschungsfragen und wir antworten diese Frage mit einer solchen Perspektive. Und ich würde sagen, auch vielleicht, dass aus meiner Perspektive jede gute Geschichte heutzutage sowieso muss oder soll entangled sein. Das ist wirklich, weil sonst ohne diese Entanglements, das ist, was haben wir dann? Entweder Nationalgeschichte, die nicht so interessant ist, oder imperiale Geschichte, auch nicht interessant, oder sowas. Und das war meine Motivation. Ob das gut genug gemacht ist, weiß ich nicht. Aber ich habe versucht, das zu tun. Danke. Ja, hier vorne ist noch eine Frage. Danke, André, für diese tolle Vorstellung. Und ich habe eine Frage, weil einerseits, das ist interessant, wenn man so ein Buch über eigene Stadt schreibt, das ist am besten kann natürlich das jemand machen, der da geboren wurde, also du tatsächlich. Ja. Und andererseits, das ist so eine andere Ebene, weil es tatsächlich sehr Persönliches ist. Genau, und ich wollte fragen, so, weil du das am besten kennst, also all diese Ebenen, die du beschrieben hast, was nach deiner Meinung so am einschlägigsten, auf welcher Ebene kann man dieser Mythos von Dnipro aufbauen? Ja, also du hast zum Beispiel auch diese Geschichte mit, also industriell, ja, oder Geschichte mit so jüdische Gemeinde oder auch vielleicht auch architektonisch, ja, oder auch antibolschewistisch, ja, also genau. Was ist so deine persönliche Meinung, womit kann man anfangen, genau, bei der Aufbau dieses Mythos? Danke. Danke. Also ich sage ganz ehrlich, dass ich als Historiker im Prinzip persönlich, also ganz persönlich, eigentlich bin gegen diese Versuche, also
historische Narrative als Instrument für Mythologisierung zu nutzen. Wir verstehen alle, dass das passiert, jeden Tag. Jeden Tag, das haben wir jeden Tag, überall, nicht nur in der Ukraine, auch in Deutschland. Und wenn ich diese Frage gehört habe, habe ich sofort gedacht, okay, was kann zum Beispiel Frankfurt oder sich neu zu mythologisieren? Gute, interessante Herausforderung. Ich sage so, früher habe ich sogar zweimal vielleicht relativ wichtige lokale Politiker getroffen in Dnipro, die ungefähr diese Frage an mich gestellt haben. Also Herbert Nov, bitte, jetzt sind wir in Deutschland, wir sind viel, bitte geben Sie uns so einen Vorschlag, wie können wir das? Das war sehr schwierig, ich habe gesagt, naja, es gibt so viele Probleme in dieser Stadt, wirklich. Die Liste der Probleme ist doch da geblieben. Alle möglichen, also infrastrukturelle Probleme, ja, oder zum Beispiel Tiere, die in der Stadt wohnen. Das ist wirklich, das ist ein großes Problem. Ja, Medizin, jetzt Krieg, selbstverständlich, und so weiter und so fort. Aber was wir als Historiker doch sehen, wir sehen zum Beispiel, dass in ersten, ich würde sagen ungefähr plus minus so 10, 15 Jahren nach dem Zerfall der Sowjetunion, gibt es Versuche, relativ starke Versuche, Dnipro als, als ein positives Beispiel von Brezhnev/Raketenhauptstadt zu, weil damals, das ging so, damals waren wir wichtig. Nicht nur für uns, für den ganzen Sowjetunion und sogar, Warschauer Pakt oder ganze Welt. Und das stimmt zum Teil, natürlich, das stimmt. Es gibt, zum Beispiel, ich zitiere da auch verschiedene amerikanische Sowjetologen, mit diesen komischen Texten, die sagen, Dnipropetrovsk ist das Zentrum und Hauptziel von unserer, wirklich, ja, das war immer so, wirklich, Hauptziel von dieser NATO-Strategien gegen Sowjetunion und so weiter und so fort. Aber dann natürlich mit, Ukraine, Entwicklung, Weiterentwicklung, diese ganze Brezhnev und Sowjetmythologisieren, kann man nicht mehr so, so positiv neutral nutzen. Oh, sage ich so. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Brezhnevs Denkmal bis zum heute kann man in Dnipro und in Kaminske, also seine Heimatstadt, noch sehen. Die sind noch da. Lenin noch nicht da und Petrovski da, aber Brezhnev ist noch da. Glauben Sie mir bitte. Okay, jetzt fällt morgen nicht mehr, aber heute noch. Okay, was dann kommt, Stadt Brezhnev? Dann kommt dieser relativ, ich würde sagen, so erfolgreiche Versuch, Dnipro als, jetzt zitiere ich, das Herz der Ukraine vorzustellen. Weil, nochmal, wir haben tragische Geschichten in Donetsk und Luhansk, ja, auch Industriestädte, die nicht so weit weg sind und alles. Und Dnipro, also bleibt auf der ukrainischen Seite. Gibt es auch viele kulturelle Projekte und so weiter und so fort. Und diese Metapher, Herz der Ukraine, kann man bis zum heute relativ oft finden. Aber das ist mehr für, diese intellektuelle oder politische Kreise, die, wie ich schon gesagt habe, nicht so, wichtig da sind. Und ich glaube, dass für die Mehrheit, die Bevölkerung, das ist nach wie vor eine Frage. Und genau deshalb, dass es keine neue Mythologie gibt, sehr viele Leute damals in 2016 waren dagegen diese Idee, dass Dnipropetrovsk soll es Dnipro heißen. Und das ist sehr interessant, nochmal, weil theoretisch sehr logisch, Petrovski, er war Bolschewik, er war in der Zeit von Holodomor, total verantwortlich, also keine positive Figur, aber viele haben gesagt, das ist gut für uns. Lassen wir es so. Lassen wir es Petrovski. Niemand kennt ihn. Dnipropetrovsk. So bleiben. Damals hat die Regierung trotzdem entschieden, den Namen wechseln auf diese Dnipro. Viel kürzer, viel einfacher zu sprechen. Weil, wissen Sie, früher wollte ich auch in meinem Buch so zu schreiben, dass sogar der Name Dnipropetrovsk ist so schwierig. Deutsche, polnische, englische, französische. Das zeigt sofort, wie schwierig auch kompliziert auch die Geschichte da ist. Und der neue Name ist viel einfacher. Dnipro kann man wirklich einfach sagen. Okay? Ob das auch diese andere, philosophische Bedeutung hat, weiß ich nicht.
Aber das ist jetzt passiert, das ist schon vorbei. Heutzutage Dnipropetrovsk ist vorbei. Niemand, wirklich niemand nutzt das nach wie vor. Genau. Und ich glaube wirklich, also ich glaube, dass genau für Dnipro, für die ganze Ukraine, diese neue Phase von Selbst, also Selbsterfindung, Selbstmythologisierung, kommt selbstverständlich nach dem Krieg. Oh. Das muss so sein. Das heißt, ich kann jetzt spekulieren, ob Herz der Ukraine bleibt oder nicht, aber das ist sicher, dass dann, nach dem Ende des Krieges, wird das Ganze neu, also neu ideologisch und symbolisch konzipiert. Genau. Und wir als Historiker, als Forscher, wir sollen warten und dann das analysieren, kontextualisieren und analysieren. Ich habe wirklich keinen Vorschlag, die ich persönlich so gut finde. Ich bin mit dieser Unentscheidigkeit zufrieden, mehr oder weniger. Hallo. Vielen Dank für die Präsentation. Ich glaube, ich mache weiter mit Mythen und komme ein bisschen zurück darauf, worüber du auch schon gesprochen hast. Mir geht es um diesen geschlossene Staat, weil ich denke, also alleine einfach so das Mysteriöse um diesen geschlossenen Staat, es ist vielleicht auch eine Grundlage für gewisse Methodisierung, also ob wir da ein Mythos sehen konnten. Und vielleicht die zweite Frage gleich, wenn ich schon die Gelegenheit habe. Ich habe mich gefragt, also wenn ich mich richtig erinnere, also in Dnipro, also in sowjetischen Zeiten, also Dnipropetrovsk damals an der Universität, gab es gewisse Freiheiten, die es auch nicht in Moskau zum Beispiel gegeben hat. Vielleicht könntest du ganz kurz auch darauf zu sprechen kommen, weil ich finde, das ist auch was ganz besonders also in Dnipro, wie man diese Freiheiten auch erklären kann, sozusagen. Also, danke. Ja. Also, da gibt es ein Kapitel, die genau das mehr oder weniger beschreiben versucht. Und es heißt, also Brezhnevs Capital, also Brezhnevs Hauptstadt. Sehr metaphorisch natürlich. Ja, Brezhnev selbst hat das nie so gesagt. Aber viele Leute haben das genommen. Das ist unser Brezhnev, unsere Hauptstadt. Genau. Also erstens, die größte geschlossene Stadt Ukraine, Dnipro, ja, damals, für viele Leute bedeutet, und das ist sehr wichtig, bedeutet nicht, naja, Diskriminierung, sondern spezielle Aufmerksamkeit. Oder spezielle Status, die positiv gesehen ist. Und ich kann in diesem Fall sogar auch eine so persönliche oder Familiengeschichte erzählen. Meine Mutter, damals, sie war eine Ingenieurin und sie musste relativ viel reisen in verschiedene Teile der Sowjetunion. Und sie sagte immer, wenn man zum Beispiel aus Dnipro nach Saratow oder Sverdlovsk oder sowas geht, man sieht sofort zum Beispiel, dass in Dnipro kann man bessere Lebensmittel als in Saratow kaufen. Warum? Weil geschlossene Stadt bedeutet auch bestimmte, Privilegien. Das war Privileg. Und das ist doch interessant, weil wir denken sofort, geschlossen, das ist was Schlimmes. Für viele Leute Schlimmes, für Dissidenten Schlimmes. Es gibt zum Beispiel diese schreckliche Geschichte, das ist vielleicht auch da natürlich, über, ein Krankenhaus, also psychiatrisches Krankenhaus, wo Dissenten aus der ganzen Sowjetunion betroffen sind. Warum da? Weil die Stadt ist geschlossen. Man kann da nicht kommen, auch zum Beispiel BBC-Journalisten nicht. Aber andererseits doch als Privileg. Und dieser Paradox muss man immer im Kopf halten. Und das spielt eine Rolle, selbstverständlich. Heutzutage weniger, aber in ersten dieser post-sowjetischen Jahren, klar, oh mein Gott, damals haben wir sowas Spezielles und jetzt sind wir wie alle anderen. Und genauso geht für die Uni, weil nochmal, die Universität damals war in erster Linie Zentrum für was? Für Raketeningenieure, also Industrie. Und wenn sowas, dann auch die Uni sollte einen speziellen Status haben. Das war eine ganz besondere Uni mit direkten, Link zum Moskau, nicht zu Kiew oder sowas, Moskau.
weil Raketen, na, ja klar, das war damals die Hauptsache. Und paradoxerweise, diese direkte Verbindung nach Moskau bringt für zum Beispiel Historikern, also meine Lehren sozusagen, ja, in Dnipro, mehr Freiheit. Oder okay, mehr Pluralismus, sage ich so. Freiheit ist zu stark gesagt. Mehr Pluralismus, weil in Kiew diese ganze so Geschichtsschreibung und alles war streng, also ideologisiert und kontrolliert. Und in diesem Fall, es war immer so ein bisschen speziell gedacht, ah, ja, das, die sind anders, die machen Raketen, okay, publizieren sie auch ein Buch über ukrainische Kultur. Und das war genau der Fall. Es gibt einen Mann, ein Held dieses Buches, Mykola Kowalski, hat das wunderbar gespielt, weil er war klug genug, er selbst kommt aus Westukraine eigentlich, ja, interessanterweise, er war in Polen geboren, also in Zwischenkriegspolen, und dann nach Dnipro geschickt. Und er hat das immer so gespielt, dass er publizierte historische Bücher in Dnipro, die damals, 70er Jahre, in Kiew oder Lviv man nicht publizieren durfte. Wirklich. Das wissen wir jetzt. Und das ist genau die Paradoxe von diesem also geschlossenen Status. Und das sollen wir, glaube ich, genau als Historiker wissen und verstehen. Und damals hat auch viele... Also viele Leute, Brezhnev selbst niemals, aber viele andere haben gesagt, dass Sowjet-Dnipropetrovsk war nicht die erste, aber auch nicht die zweite Stadt der Sowjetunion. Nicht die erste, ja, aber auch nicht die zweite. Das heißt, ich glaube inzwischen, also nochmal, was Besonderes, ja, was, also eine Stadt, die diese auch spezielle direkte Verbindung mit Brezhnev hatte. Und das war damals eine also lokale Mythologie, bestimmt, ja. Ein bisschen so, naja, lokalen Stolz kann man sagen, sogar sowas. Mhm. Würde ich gerne noch eine andere Frage anschließen, und zwar eben was jetzt die Freiheit an den Universitäten angeht. Also Odessa war ja zum Beispiel bekannt für diese Schule der Mathematik, und ganz viele der odessitischen Mathematikprofessoren sind später, also nach der Wende oder eben nach 89, Professoren in den USA geworden, also die nicht nach Kiew oder Moskau gegangen, sondern dahin. Und hast du auch vergleichende Aspekte mit einbezogen, oder wäre das für dich interessant, in der Richtung weiterzuarbeiten, also gerade eben, was solche Strukturen oder Verpflichtungen angeht? Hier, das ist, so, danke, Claude, das war nicht geplant, aber ich sage das ganz ehrlich, nochmal. Das ist meine Frage, eine offene rhetorische Frage. Ob das so ein Zufall ist oder nicht, dass die aktuelle, also der aktuelle Direktor von Harvard Ukrainian Research Institute, Sergei Punchi, ja, ein großer Freund unseres Lehrstuhls, ja, eigentlich genau in Dnipro seine Masterarbeit, seine Dissertation erst geschrieben hat. Nochmal, ich frage das ganz seriös. Ob es ein Zufall oder doch nicht? Weil er hat damals, in den 70er Jahren, als Schüler von Kowalski, was hat er gemacht? Er hat also in Dnipro Archivenquellen aus Vatikan über frühe neuzeitige Ukraine also recherchiert, geforscht. Nochmal, so ein Thema klingt spezifisch. Und zum Beispiel in Lviv, es war viel, viel schwieriger, da ich sofort, oh, vielleicht ist da doch irgendwo dieser Nationalismus da. Und in Dnipro, das geht relativ einfach, ja. Zum Beispiel sogar auch andere Kollegen, die durften damals nach Polen fahren. Okay, nicht nach Vatikan. Klar, das war zu weit, aber nach Polen doch. Also Warschau, Krakow, es gibt auch bestimmte Kontakte zwischen also Polen damals und Dnipro. Genau, und ich glaube, das ist kein Zufall, dass einerseits also Sergei Pomochi, andererseits Sergei Zhuk, unser anderer Freund, auch aus Dnipro kommen. Die sind jetzt beide also bekannte amerikanische Professoren. Also ich würde also vorsichtig sagen, also dass doch eine bestimmte Rolle damals gespielt habe. Aber dieses Phänomen von also diese geschlossene Stadt plus besondere historiografische Schule Kowalskis ist sofort am Anfang 90er Jahre also tot. Das heißt, das kann nur in sowjetische autoritäre System so funktioniert. Später nein, mit mehr Freiheit,
kommen diese Leute sofort, also in den USA oder nach Kiew oder Lviv oder woanders. Und das muss man auch so klar sehen, das war nur diese kontextuelle Möglichkeit. Damals, 70er Jahre, Dnipro. Später, die sind alle weg. Darf ich vielleicht eine Frage stellen, obwohl ich als der Mikrofonmann hier rumlaufe? Ja, vielen Dank für das interessante Buch. Ich kenne schon Auszüge von vor, glaube ich, 3 Jahren, dass wir damals, Simon Musch war ja auch in diesem Seminar, die wir damals gesehen haben. Also ich freue mich jetzt schon, auch das Endprodukt lesen zu dürfen. So, ich habe eigentlich 2 Fragen. Die erste betrifft so ein bisschen das Narrativ dieser 2 Ukrainen. Und du hast ja auch selbst viel darüber geschrieben, über die Schaffung diese diskursive Schaffung der 2 Ukrainen durch galizische Intellektuelle. Und auch bei der jetzigen Debatte in Deutschland wird dieses Narrativ immer wieder sozusagen reproduziert. Und ich glaube, das ist auch aus der deutschen Sicht ist das eines der Kernnarrative irgendwie, was die den Blick auf die Ukraine prägt. Und jetzt ist meine Frage, inwiefern ist das Buch sozusagen ein Versuch, gegen dieses Narrativ anzukämpfen oder nicht anzukämpfen? Inwiefern behandelst du es? Oder vielleicht eine andere Frage, so verkürzt gefragt, wie ukrainisch ist Dnipro in diesem Buch? Das ist die Frage Nummer 1. Die Frage Nummer 2, ich weiß nicht, ob ich das fragen darf, und zwar das vielleicht ein bisschen privat oder sozusagen, was mich interessiert, inwiefern ist deine eigene Familiengeschichte mit dieser Stadt verbunden? Oder wie ist zum Beispiel deine Familie nach Dnipro gekommen? Oder wie ist sie nicht nach Dnipro gekommen? Und die Frage auch, erfahren wir etwas darüber in diesem Buch? Danke. Aha. Okay. Boi, gut. Also danke, danke, lieber Lukas. Also wie ukrainisch, okay, wie ukrainisch das Buch ist, das kann, glaube ich, wirklich jeder Leser für sich selbst entscheiden. Absolut. Ich habe versucht, die ukrainische, also Teile, die Geschichte Dnipros genauso betrachtet wie also die jüdische, die sowjetische, die wirklich, also alle anderen Teile. Absolut. Das war mein Versuch. Was am Ende kommt, du kannst mir später sagen, wie ukrainisch das ist. In diesem Sinn gibt es eine komische Geschichte. Vielleicht versuche ich jetzt schnell zu erzählen, weil wenn ich ein Student in Warschau war, das schon vor, sehr stark. Ich habe damals sehr oft in Warschau also Gastvorträge von Juri Andruchowitsch und Mekom Rebschuk, also meine gute Freunde jetzt, besucht. Und nach einem Vortrag von Andruchowitsch, wo er wieder gesagt hat, diese Ostukraine ist hoffnungslos, da ist nichts zu behaupten. Und so, ich habe gesagt, meine Juri, wissen Sie, gehen wir bitte zusammen nach Dnipro. Er hat gesagt, ja, machen wir das. Und er ist da gekommen. Er erzählt selbst die Geschichte in also Lexikon in Timnich Mist, also diese Lexikon in Timmer Städte. Und in diesem ukrainischen Buch sagt er selbst, ja, das war falsch. Ich habe einen falschen Eindruck, falschen Bild. Das ist so interessant, so wirklich so anders. Jetzt eigentlich meine Geschichte. In Deutschland nehme ich das Buch, also diese deutschsprachige Version von Andruchowitschs Buch. Und in diesem Buch ist kein Essay über Dnipro. Und ich frage Katharina Rabe, Katharina, aber warum? Wo ist Dnipro? Das ist so wichtig für diese ganze Debatte, genau Ost-West. Na, Andi, weißt du, das Buch war zu groß, wir sollen bestimmte Städte weg. Und natürlich, Dnipro muss weg. Und das stimmt nach wie vor, diese These. Das geht irgendwo, das ist natürlich da, klar, Frankfurt, Odessa. Aber Dnipro kann man okay, gut, das ist Nummer 1, Nummer 2. Ich habe gesagt, also diese also Metapher, nicht meine Metapher, noch lese ich nochmal. Das passt ideal zu dieser Frage.
Stadt, also Stadt der Einwanderer. Ja? Offen für Ein- und Ausreise. Wenn wir zum Beispiel jetzt eine Metapher für die ganze Geschichte Dnipros aussuchen möchten, man kann relativ einfach sagen, dass es wirklich so eine so Migrants City oder also Migrantenstadt. Alle Statistiken, also Ende 19. Jahrhundert, sowjetische Zeit, jetzt natürlich wegen des Krieges, sehen wir, dass immer mehr als 25-30% Bevölkerung sind Leute, die nicht in der Stadt geboren sind. Das heißt, die kommen aus allen möglichen anderen Teilen, also die Ukraine oder ganz Russland oder sowas. Das bespreche ich hier im Detail. Und das ist auch eine Geschichte meiner Familie. Das sage ich ganz ehrlich, das passt in diesem Sinn sehr gut. Also nach dem Krieg, also nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, meine Großeltern als Eisenbahn, also Ingenieuren, die sollen nach Dnipro kommen, weil, genau, man braucht da mehr Eisenbahn und sowas. Und deshalb meine Mutter als kleine, also Tochter damals, muss auch mit. Und deshalb bin ich in Dnipro geboren. Also in diesem Sinne ist es komplett Zufall. Also theoretisch, also diese Ehepaar kann man überall schicken. Nach Usbekistan, nach also Estland oder egal. Und also das heißt also nur, nein, meine Mutter auch nicht. Also nur ich und meine Schwester, wir sind in Dnipro geboren. Alle anderen Familienmitglieder, die sind klasse, also die passen ideal in diese Beschreibung. Und das ist genauso heute. Sehr viele Leute aus Kharkiv, aus Mariupol kommen da und in diesem Sinn, also diese Bereitschaft, kann ich sagen, ja, Einfachkeit, also neue, also Dnipro-Bürger zu, also aufzunehmen, ist erstaunlich. Es ist erstaunlich und das kann man wirklich historisch nachsehen. Mhm. Und jetzt bist du aber auch schon wieder weg. Genau. Und das schließt für mich die nächste Frage an. Wie sieht es denn mit Migration aus Dnipro aus? Also wir wissen ja, dass aus der Westukraine gerade Anfang der 90er sehr viele eben nach Portugal, nach Italien, nach Westeuropa migrierten als Arbeitsmigranten. Wie ist mit Dnipro? Nach Moskau, nach Russland oder wohin oder gar nicht oder nach Kiew? Ja, das ist eine gute Frage. Erstens, wir sehen, zum Beispiel, wenn wir über, naja, also bekannte, also Schriftsteller, ja, oder nochmal Historiker reden, man muss sagen, dass die bekanntesten Leute, ja, nochmal wie Plochy oder Galic oder Povozek Rebelny, ganz wichtige ukrainische Schriftsteller, Osik und Char, die sind beide in Dnipro geboren, ja, die sind bekannt geworden nach Dnipro verlassen sind. Mit anderen Worten, dieser Verlass des Staates spielt irgendwo eine Rolle in, also intellektuelle oder so. Das ist traurig für mich zu sagen, wirklich. Weil ich habe auch heute da Freunde, Kollegen, die zum Beispiel die schreiben, die übersetzen und die da wohnen, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, sind nicht so bekannt als also die in Kiew, Lviv oder Ivano-Frankivsk sind. Also das spielt doch eine Rolle. Und jetzt wo? Das ist eine schwierige Frage, weil das ist leider nicht so einfach also zu recherchieren. Man kann aber sagen zum Beispiel, dass in Sowjetzeit gibt es, klar, nochmal, wegen dieser geschlossenen Status und besondere Beziehungen, gibt es auch ganz besondere sogar Kommunikation, wenn wir wollen, zwischen Dnipropetrovsk und Moskau. Es gibt sogar, ganz einfach gesagt, mehrere Züge. Man kann sehr einfach nach Moskau fahren und zurück. Warum? Weil viele Leute auch diese Raketenindustrie das eigentlich brauchen. Für die Arbeit. Für also alles. Seit 1991, das war nicht so, natürlich. Dann diese Beziehung Dnipro-Kiew eine viel größere Rolle gespielt. Und das ist auch verständlich. Also das heißt, Kommunikation ist immer damit abhängig. Genau. Und ich glaube, besonders jetzt, weil so viele Leute die Ukraine also verloren ja, müssten, ja, es wird auch was Neues für Dnipro bringen, weil ich glaube, zum ersten Mal so viele Leute aus dieser Stadt
Also sind jetzt eigentlich überall. Also ich wirklich, also ich habe meine Freunde auch in Frankfurt, oder wenn ich das sagen darf. Also überall, in Frankreich, in Spanien, in allen möglichen. Und das ist was Neues, weil noch zum Beispiel, ich erinnere mich gut, also mich selbst als Schulkind habe ich nie gedacht, dass ich irgendwo ins Ausland gehe. Weil das war damals war noch geschlossen. Das war mir klar, okay, wir lesen etwas über London oder Paris oder New York, aber das nur zu lesen. Schluss. Unmöglich. Auch ein Teil meiner Familie, die arbeiten sogar bei dieser Raketen, also Objekte, das bedeutet automatisch Ausreiseverbot. Und jetzt ist was ganz anderes geworden, ganz, ganz anders. Und diese mehr Kommunikation, glaube ich, bringt auch etwas. Aber wir müssen noch warten. Es ist so kurzfristig historisch gesehen. Es gibt noch ein bisschen mehr Zeit und dann sehen wir, was passiert. Ich glaube, natürlich heutzutage und auch in der Zukunft, Dnipro ist nie wieder so geschlossen wie in den 70er Jahren. Mm-mm. Das ist, ja, das ist zu meinen. Also diese also Idee oder, naja, Mythologien, die bleiben, klar, aber die soziale Realität heute und schon seit ja, 10 Jahren ganz, ganz anders. Ganz, ganz anders. Und ich träume, wirklich, ich träume auf die Situation, dass auch meine Kollegen, zum Beispiel Historikerinnen und Historiker, die da sind, dass sie in Dnipro weiter wohnen und arbeiten dürfen und plus gleichzeitig bekannt und relevant im Westen sein. Weil zum Beispiel, guck mal, also meine Erfahrung als Student damals, um nach Polen zu fahren, du musst erst nach Kiew, ins Botschaft, diese Visa-Antrag stellen, dann zurück, dann diese Visa abzuholen und dann machen, das dauert so lange, so lange. Und wirklich, das ist meine große Hoffnung, dass für die Zukunft keine dieser Zusammenhang wieder gibt, dass man muss die Stadt verlassen, um international also bekannt zu sein. Wirklich. Das wünsche ich sehr für uns alle. Ja, also ich denke, wir haben jetzt in dieser knapp anderthalb Stunden einen sehr schönen Einblick bekommen und ich würde so zusammenfassen, wir könnten die Frage stellen, wie segelt eine Stadt im Windschatten der großen Ereignisse? Ja, also es kann einmal irgendwie ganz ungewöhnliche Freiheiten bieten und kann andererseits eben auch dazu führen, dass bestimmte Dinge verhindert werden. Und es ist natürlich auch die Frage, warum sind wir so daran interessiert, bestimmte Narrative zu bilden, nicht wahr? Das ist auch eine bestimmte Aufmerksamkeits- und Vorstellungskonzentration, gegen die du mit deinem Buch eben auch anschreibst. Und es ist im besten Sinne eine Empfehlung zum differenzierten, genauen Hinschauen und eben, wie du im Eingang schon gesagt hast, das auch auf verschiedene Epochen. Und das möchte ich eben auch nochmal betonen, nicht wahr? Wir sind jetzt hier so ein bisschen gesprungen und wir hatten auch keine Zeit, jetzt die einzelnen Epochen vielleicht bis auf die Brezhnev-Zeit genau unter die Lupe zu nehmen. Aber das ist genau, glaube ich, die Stärke des Buches, dass sie eben in dem Kleinen die Relevanz für das Große sucht und auch fragt, ja, was tut das Kleine und was hat das im Prinzip auch für eine Bedeutung für größere historische Bewegungen. Also das finde ich ganz spannend und ja, im besten Sinne eben auch die Namen und die Autoren, die Sie heute zum ersten Mal gehört haben, sind es wert, dass ihnen nachgegangen wird. Und jetzt würde ich sagen, zum Abschluss gibt es noch den praktischen Hinweis, wie man in die Bücher kommt, nämlich erstmal, um sich bei Frau Kosakiewicz in eine Liste einzutragen, weil wie auch die Informationen über Dnipro sind auch die Bücher noch rar. Das heißt, sie sind noch nicht so in entsprechender Menge verfügbar, aber der Lehrstuhl von Antje Portnow wird sich darum kümmern. Und deswegen, wer Interesse daran hat, bitte bei Frau Kosakiewicz in die Liste eintragen. Ansonsten bleibt mir noch Ihnen ja, herzlich danken für die Aufmerksamkeit, auch für Ihre Fragen, für Ihre Beteiligung. Und ja, André möchte auch zwei Worte sagen. Bitte. Also, liebe Kollegin, ich habe was ganz Wichtiges nicht vergessen, aber ich habe immer gedacht, wann sage ich das? Sage ich dann jetzt, wenn ich darf. Also, dieses Buch wird nie publiziert ohne Unterstützung von vielen, vielen
viele, viele Leute. Lukas hat erwähnt, stimmt, es gibt ein Seminar sogar, ich habe versucht, mit meinen Studierenden bestimmte Kapitel zu besprechen. Es gibt Leute, die mir mit Übersetzungen geholfen haben, wirklich, und viel. Es gibt Leute, die geholfen haben mit diesen Transliterationen, oh mein Gott, das war schwierig. Wie transliteriert man alle diese ukrainische, russische, jüdische und so weiter, also Namen auf Englisch in diesem Fall, das war schrecklich, muss ich sagen, genau. Und ich bin besonders dankbar, erstens, natürlich, also für Claudia Dart sowieso, für die Moderation und sehr wichtige Arbeit, die du, Claudia, für, also ukrainische Literatur, ukrainische Kunst hier in Deutschland machst. Dann mein Lehrstuhl natürlich, also Bozena, Kozakiewicz, Ores, Dovgen, Lukas, Jura. Ich bin sehr glücklich, so eine nette, gute Leute, Maria auch, selbstverständlich. Also hier Individuen zu finden, das ist sehr toll. Und letztendlich, aber eigentlich, das soll vielleicht am Anfang stehen, also meine Frau und meine Tochter, Lesia und Nadika, weil ich glaube, nur sie genau wissen, wie schrecklich das ist, wenn ich ein Buch 10 Jahren so unendlich, so unendlich schreibe und bearbeite. Also deshalb bin ich besonders dankbar für, also ja, für das, also genau, Verständnis und Unterstützung und alles. Genau, und Orest ist bereit, mit dieser Buchbestellung zu helfen. Danke noch und nochmal. Und wir sehen uns bestimmt wieder bei einer anderen Ukraine-Veranstaltung an der Via Drina. Und wir sind sehr, sehr dankbar für die Unterstützung dieser Veranstaltung durch unsere Unileitung. Also vielen herzlichen Dank nochmal. Ja, und schönen Abend noch.